Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti bei meiner Holke. Es ist eine neue Folge 2 gegen 2 mit dem Rob und dem Protoss und mir. Moment, wer ist Mit Protoss? dem Brotos und mir, Genau, genau. mit Protoss und mir. Entdeck den Brotos in dir. Ja, auf der sandigen Schlucht gegen Terraner Protoss. Gegen Arnold und PLG Amo. PLG Amo. PLG Amo. Das hört sich irgendwie ein Lied. Ja. Terraner Brotos. Oh oh. Muss Also ich ist ja natürlich nicht mit Amo, jeder sondern mit seiner. Emo. Ach, egal. Emo. Emo. Aim. Emo. Er hat ein Aimbot. Oh oh. Deine Amo. Marines schießen doppelt so schnell wie normale Marines. Ja. So, Arnold, was ist los? Doch, es geht mal. So, Protoss, Terraner. Plan? Plan B. Gut. Protokoll C wird ausgeführt. Also pushen, oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nehmen auf jeden Fall eine Echse. Die werden zumachen ordentlich und nehmen eine Echse. Die nehmen, ja, die werden, das ist auf jeden Fall, na, weiß ich nicht. Ich weiß Wir nicht. können Link, ich kann Link Bailing spielen, da kommen wir auf jeden Fall rein. Ja, Link musst du auf jeden Fall spielen. Also die fahre als komplett All-In oder erst Exe? Ja, ich mache erst Exe. Ich mache jetzt erst Exe. Kam roter Scout schon rüber, muss man Ist ein aufpassen. bisschen früh, ne? Oder bist du auch schon früh? Ist bei dir jetzt, roter Scout. Ich muss aufpassen, dass ihr mir mein Gas hier nicht klaut. Ah! Wird ein Push. Doppel Barracks. Okay. Dann brauche ich gleich ein zweites Gate. Kommt Berserker Marino in. Kann passieren. Oder Flieger. Was hat der Rana mal? Der Brot das macht. Er hat ein Gas nur. Er hat nur ein Gas. Und vorne hat er nicht viel gehabt, oder? Das hat mehr gekostet als ihm mehr gekostet als mir. Ne, vorne hat er fast nichts gehabt. Guck mal vorne hin. Ja, guck mal, ich weiß nicht, ob da eine Cannon steht, vielleicht. Eingeht nur, hat irgendwo Proxy. Ja. Gut, dann gleich Adepten rauspushen. Jetzt brauchst du noch einen Pylon, ne? Muss bei dir in den Ecken scouten. Ja, mach ich grad. Hier ist er nicht. Er hat Exe genommen, Exe first. Dann gehen wir drauf. Ich hab zwei Adepten. Ich baue jetzt Linge bei mir. Jetzt nimmt er Schmiede und Kubernetekern gleichzeitig. Ist aber noch nicht durch. Ist das schon zu? Nee, nicht zu. Nein, ist nicht zu. Er lässt offen. Dann rein. Hat noch keine kennen, weil es noch nicht fertig die Schmiede. Ja. Und drei Arbeiter zieht die ganze Zeit mit mir. Jetzt bin ich down. Das ist komplett offen, ey. Ich bin drin. Jetzt baut er gleich die Schmiede, eine Cannon. Aber es ist zu spät, die Cannon krieg ich weg. Tja, ich will ein bisschen die Echo ärgern. Greens? Komm, okay, ich will nur die Cannon wegräumen. Jetzt komme ich, ey. Bin da. Sehr schön. Und da kommen die nächsten. Jetzt habe ich Speed. Die Templer rücken vor. Unser Denken gleicht sich. Hor sagt die Schlacht. Hier die Wirker. Wie vielleicht? Nehmen. Ach, da wollte ich gerade eine Echse noch nehmen. Auf jeden Fall GG. Ja, das war echt easy. Da können wir uns noch überlegen, ins dran zu gehen. Los, hängt noch eins dran, los, da hängen wir noch Feuer eins dran frei. Für euch, nur für euch. Das war jetzt viel zu einfach und zu schnell. Ja, die waren nur Dia 2. Weil der Aufbau war schon komisch, oder? Für Dia 2 Niveau eigentlich. Wenn Ja, ich das bei war den echt nicht so Protoss. geil. Jetzt will ich mal meinen Protoss mal direkt gucken.
Das, die, das haben die ja mal Meister erreicht. Also haben schon mehr erreicht als wir. Komisch. Ach, der Terraner auch nur Platin-Liga. Oh, mit 1000 Punkten an MMR weniger als wir. Fast. Okay. Ja, die haben wahrscheinlich ein All-In gespielt haben. Aber eine Echse First in 2 gegen 2, das ist. Ne, One Gate Echse, ne, war das? Also. Das ist. Und dann danach setzen Schmiede und das Kybernetikern. Der kam viel zu spät. Da waren wir ja schon fertig, schon lange. Hätte ich statt den Gate die Schmiede gleich gesetzt. Ja. Und hätten Cannons abgesichert. Ja, definitiv. Wenn ich das so spielen würde, wollen. Na gut, gegen Zerg kann man das so spielen, also Gate, Echse. Aber nicht gegen Protoss. Nicht im 2 vs 2, das ist alles da, anders. Da und nochmal gegen die gleichen. Da brauchst du auf jeden Fall, die jetzt werden sie schießen. Da brauchst ja, du definitiv ja. Ein Doppelgate gegen Protoss. Ich spiele auch trotzdem mit erst Echse dann. Ja. Ja, ja. Ist okay, hat genau gepasst. Na, den hätte ein Minütchen eher da sein können. Dann wäre es cooler gewesen. Ja, das nächste Mal. Hast du jetzt nochmal die Chance. Ah, kommst du gleich mit? Ja. Da kommt schon was. War schon eine Sonde. Echt? Mhm. Das ist ein normaler Scout wahrscheinlich. So, was macht er? Macht dasselbe nochmal, oder? Meinst du, diese macht er besser zu. Ja, das war sein Fehler. Hat aber noch keine Echse. Beide noch keine Echse. Der Rano ist schon zu, komplett. Guck ich mal rein. Rano macht Doppelgate, ihr wisst schon, Doppel. Barracks. Hat er vorhin noch gemacht. Naja. Eure Verbünde, eure Sonden sich wehren angegriffen. Aber Protoss hat keine Echse. Kann ich so jetzt Kybernetik-Core, okay. Core. Eure Sonden werden angegriffen. Ach, jetzt hab ich meine Sonde verloren. Ich auch. Aber ist immer noch offen. Verdammt offen. Also wenn Kern fertig ist, greifen wir an. Ja, ich brauche schon länger. Hab dann diesmal vielleicht schon ein paar mehr als vorhin mit Runde. Und sein Kybernetik-Kern kommt ziemlich spät. Werde ich gleich einen Overlord brauchen, wenn ich so bleib lockt. So, können wir dann los von mir aus. Wenn die ersten Adepten da sind, gehe ich. Wir sind jetzt die Erstgeborenen da. Werden auch siegen. So, dabei brauche ich eine Robo. Dann brauche ich noch eine Queen. Theoretisch, wenn wir vorne sind, müsste auch Speed für euch sein. Wo werden wir gebraucht? Die Templer rücken vor. Sind wir drin? Da ist noch ein Bersi. Da braucht diesmal eine Cannon, die muss weg. Ich mach die Cannon weg, ne? Ich mach den Bersi. Cannon hat er abgebrochen. Auf in die Echo! Nur die Gläubigen töten nicht. Vorwärts! So soll es geschehen. Marines kommen sind zu wenig. Oh, die Echo ist schon fast tot. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Templer. Echo ist down. Komm rüber zum Terraner. Hier steht noch ein bisschen was. Kann ich eine Echse nehmen? Ach, ich kann eine Echse nehmen. Zweimal leicht, zweimal Sieg. Zweimal leichter Sieg. Kommt, oder? Die wussten noch, was kommt. Die haben gescoutet, ja. Jetzt sind sie nur noch Dia 2. Waren sie vorher auch, ne? Ja, die waren vorher auch Dia 2. Dann würde ich aber jetzt sagen, sehen wir uns in der Endcard. Genau. Zweimal schöne leichte Siege und bis dahin. Tschö, tschö. Ciao.
Und da sind wir auch schon in der Endcard. Lasst uns wie immer unten gerne einen Kommentar da. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn nichts verpassen. Wir können wie immer kostenlos unten links abonnieren. Dann findet ihr oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten eines unserer anderen Projekte. Bis dahin, schaltet doch morgen wieder ein und tschüss, eure Mutti beim Mandel.